Hi, nächste Arena, diesmal Schamane. For Doomhammer. Da ist ganz klar, Mountain Giant ist wahrscheinlich der schlechteste, der Doomsayer ist nicht sonderlich gut. Der Mountain Giant ist sehr gut. Silverhand Knight oder War Golem? Ich würde sagen Silverhand Knight. Stormwind Champion ist ganz klar besser als die anderen beiden. Stormwind Champion ist super mit Totems. Venture Commerce Scenario, Novice Engineer. Nachdem ich mittlerweile schon recht hohe Mana-Kurve habe, werde ich mal den Novice Engineer nehmen, um generell Cycling reinzukriegen. Ja. Frostwolf Grunt ist schlecht. Wind Fury Harpy ist nicht sonderlich klasse. Earthring Fazia ist sehr gut. Mad Bomber oder Boulder Fist Ogre. Ich werde den Mad Bomber nehmen. Wir haben schon relativ viel hohe Mana-Kosten. Chillwind Yeti ist top. Fork Lightning oder Hex, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich werde aber das Hex nehmen. Das ist solider. Fire Elemental ist einer der besten Schamanen-Picks, die man so haben kann. A Super Removal plus 6-5er Body. Das ist ein ziemlich crappy Legendary Paket hier. Captain Greenskin ist nicht gut, wenn man, vor allem wenn man keine Waffe hat. Der Harrison Jones ist ein. Ja gut, der ist 5-4 für 5. Und wenn der Gegner Waffe hat, ist er sehr gut. Wenn nicht, ist er 5-4 für 5. Und Alakir ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Legendaries. Er macht jetzt sicher seine 6 Schaden. Ich werde den Harrison Jones nehmen. Ich werde ihn wahrscheinlich öfter einsetzen können wie eine Alakir. Lightning Bolt gegen Armani Berserker. Ich werde den Lightning Bolt nehmen, mehr Removal. Spellbreaker, Top Silence. Shattered Sun Cleric, Top 3er Drop. Flametank-Totem ist sehr stark. Scarlet Crusader ist auch gut, aber Flametank-Totem ist ein super Trick und vor allem kann man sehr gut mit seinen Totems abtauschen. Sentient Shieldmaster ist super. Cultmaster ist auch super, vor allem wenn man dann vielleicht eben ein Flametank-Totem hat und die ganzen Totems rein opfert in den Gegner. Es ist eine wirklich, wirklich schlechte Gruppe. Ich glaube, das Taunt ist situationsabhängig brauchbarer wie das Wind Fury. Deswegen werde ich den Silverback Patriarch nehmen. Die Sache ist, das Wind Fury bringt einem fast nur dann, was man Schaden auf den Gegner machen will. Weil wenn man gegen Minions tauscht, stirbt halt wahrscheinlich der eigene Minion dafür. Deswegen ist das Wind Fury eigentlich in relativ wenig Situationen gut. Man braucht erst einmal einen Minion, der den ersten Tausch überlebt und am besten einen gegnerischen Minion killt. Was schon recht situationsabhängig ist. Der Silverback Patriarch ist auf jeden Fall ein Taunt. Der Taunt ist zumindest hin und wieder brauchbar. Dread Corsair nehmen wir nicht. Wir haben keine Waffen. Acolyte of Pain ist gut. Fire Elemental, davon kann man nie genug haben. Das ist sehr stark. Blood Knight, Faceless Manipulator oder Earth Elemental, was nehmen wir da? Der Faceless Manipulator, ich finde ihn sehr gut, ist eigentlich immer solider Pick. Earth Elemental ist unglaublich stark, allerdings nur, wenn der Gegner es nicht removen kann. Wenn er es removen kann, dann hat man mit dem Overlord 3 einen ziemlichen Nachteil. Ich werde trotzdem das Earth Elemental nehmen. So, Abusive Sergeant, Ironbug, Big Owl oder Ironfield Rifleman. Ich werde mich zwischen den beiden entscheiden, Iron Big Owl oder Sergeant.
Das wird die Iron Big holen. Mehr Silence ist nicht schlecht. Earthen Ring Phasier. Spellbreaker oder Bloodlust. Ich werde nur einen Spellbreaker nehmen. Und Bloodlust ist zwar ganz gut, aber Spellbreaker ist einfach ein Top-Pick. Novice Engineer oder Jungle Panther. Wie viel haben wir denn auf 3? Haben wir eigentlich schon genug? Ich werde den Novice Engineer picken. Silverhand Knight nehmen wir gern nur einen. Flame Tank Totem nehmen wir auch gern nur eins. Stormpike Commando ist ein zusätzliches Removal. Flash Hitting Ghoul ist zwar nicht schlecht, aber der River Crocolisk ist nicht schlecht. Aber mit Flame Tank Totems, ich glaube, das reicht erstmal. Ich werde mehr Removal nehmen. Removal ist immer gut. Stormforged X ist ein super Removal. Rockbiter Weapon oder Scarlet Crusader. Oder Bloodlust. Wie viel Removal habe ich denn? Ein Lightning Bolt, Stormforged Axe, Hex. Ich habe ein paar Silence. Zwei Fire Elementler, Stormpike Commando. Engineers. So richtig starke Minions habe ich nicht. Ich habe einen Mad Bomber, der zumindest 3-2 ist. Flame Tank Totems können es halt buffen. Elfen Fring Phasier sind zumindest 3-3er Bodies. Mr. Shattered Sun Cleric auch. Chillwind Yeti. Ich werde das Rockbiter nehmen für ein zusätzliches Removal. Lightning Storm, wenigstens einen haben wir gekriegt. Flächenschaden ist sehr, sehr wichtig. Okay, schauen wir kurz durch das Deck durch. Es hat einige Drops für den Zweierzug, beziehungsweise zusätzlich zu Totems. Es sind jetzt nicht die stärksten, es sind keine Fairy Dragons oder Knife Jugglers, aber Flame Tank Totem ist schon mal recht gut. Stormforged Axe ist ein gutes frühes Removal, genauso Lightning Golden Rockbiter Weapon. Auf 3 habe ich ein paar solide Sachen, auf 4 auch, auf 5 auch. Generell ist die Kurve eigentlich ziemlich schön. Flächenremoval habe ich leider nur einen Lightning Storm, was ein bisschen schlecht ist. Ansonsten habe ich 3 Silences, einige Pings. Ich habe 2 Novice Engineer, Cold Master und Acolyte of Pain. Generell habe ich eigentlich von allem etwas. Leider manchmal ein bisschen wenig. Leider nur einen Hex, nur einen Lightning Storm. Das Deck ist eigentlich ziemlich solide. Es hat eigentlich von allem was. Probleme werde ich vielleicht am ehesten damit haben, wenn der Gegner das Board früh flattet, weil ich zum Beispiel mit den Flame Tank Totems nichts machen kann, wenn ich keine Minions an Bord habe, und wenn er das Board natürlich flattet, kann er mal alles abräumen, was ich habe. Der Novice Engineer halt auch nicht wirklich was ab und Flächenschaden habe ich zu wenig. Also ein Board Flat ist wahrscheinlich das problematischste für mich. Okay, legen wir mal los und schauen wir mal, was passiert.
shall not pass. Ah, okay. Totem. Geht dahin. Seins hat eine Karte gekostet und das 04 und meins hat keine Karte gekostet, das ist 02. Ja, okay. Da hat jetzt einen Shattered Sun Cleric gespielt, dann kriegt er viel Armor. Aber was soll's, ist nur Armor. Okay, das schaut nach einer guten Kurve aus. Nächste Runde Yeti, dann auch Earth Elemental. Vor allem Yeti ist halt schon ein Grund, Execute zu spielen, was man das Earth Elemental deutlich länger überleben lässt. Okay. Da silence sie lieber rein. Der zieht mir sonst zu viele Karten. Der hätte uns auf jeden Fall mindestens zwei Karten gezogen. Oh, aber ist auch schon vielleicht sogar mehr. Das ist schon zu viel. Harrison Jones auf der Hand gegen einen Warrior ist natürlich auch sehr fein. Der ist leider jetzt ein bisschen blöd. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass er keinen Execute hat. Nicht, dass sie könnten sogar noch mal heilen. Wollen wir jetzt nicht killt. Armor Smith. Er bringt gar nicht so wenig Armor und er hält da selbst relativ viel aus für 2 Mana. Aber er macht halt nicht wirklich was mit Einschaden. Das bringt ihm natürlich wieder den Vorteil, dass er wahrscheinlich länger an Bord bleibt, finden aber nicht wirklich gut für Rare. Und normalerweise ist dann einfach bessere Slots da für Rare-Karten. Scheinbar hat er kein Execute. Okay, sehr gut. Warum auch immer er jetzt den reingeopfert hat. Sieben hat er jetzt, das macht auch 7. Räumen wir da mal. Jetzt vorher anders abräumen, sondern kriegt er einen Armor weniger. Das war jetzt leider ein Fehler.
Okay, hat er gut gemacht. Kann den jetzt einfach wegschießen, ich kann ihn einfach so killen, kann einen Taunt legen. Ich glaube Taunt und Chill Vignette ist wahrscheinlich gescheiter und behalte immer nur das Fire Elemental auf der Hand, um wirklich ein gutes Removal zu haben. Hat viel Armor, aber stört mich nicht. Jetzt hat er schon weniger Armor. Er hätte einen weniger haben können, das war ein Spielfehler von mir. Schauen wir, ob das was ausmacht. Jetzt frage ich mich, ob er da jetzt irgendwas dafür hat. Oder aber den jetzt einfach gekillt hat. Ohne Grund. Und dann Raging Walken. Natürlich so. Das ist natürlich schön. Whirlwind Protection. Es liegt 18 Schaden an Bord. Plus 2 Elemente sind 21. Execute. Ich nehme 17 Schaden an Bord. Ah, den hätte um 1 mehr buffen können. Und dann habe ich auf die falsche Seite gespielt, das war jetzt leider nicht gut. Jetzt kann ich leider die Totems schlecht tauschen, das war jetzt gerade ganz schlecht gespielt. Hat jetzt einfach zwei Karten ziehen können, also. Ja. Sieht es nicht so aus, aber gut. 9, 15, das geht sich schon aus. Okay, 1-0. Das ist eine gute Hand, die werde ich sogar behalten. Schauen wir, was der Gegner spielt. Dann eben Novice Engineer oder Sengen.
Halt das nochmal offen und dann 3-2er spielt das Spiel die Stormforged Axe. Ansonsten den Novice Engineer. Damit die nächste Runde dann den. Ich glaube, ich mache es sogar anders. ich möchte im vierten Zug das Earth Elemental spielen. Gerade gegen einen Paladin ist das ziemlich mächtig. Hat eigentlich nur Equality, was er wirklich dagegen machen kann. Oder nicht? Die Axt macht es schon sonst. Oh, das ist leider stark. Das Earth Elemental würde jetzt sterben gegen die. Man kann natürlich einen killen. Stirbt trotzdem noch ziemlich einfach. Ich glaube, ich werde da einmal aufräumen vorher. Wenn jetzt den Lightning Bolt noch spült, dann kann ich leider nächste Runde das Earth Elemental nicht spülen. Ist aber trotzdem okay. Das war eine gute Runde. Es war auf jeden Fall ein sehr starker Zug von ihm. Knife Juggler plus Shield ist einfach eine sehr, sehr harte Kombination. Das werde ich so machen. Und den heilen wir nochmal hoch. Die Waffe hat jetzt ziemlich gut reingehaut. Also die hat jetzt wirklich gute Kills gemacht. So, wie mache ich das jetzt am besten? Fire Elemental. Angriff und Angriff. Räumen wir das auf. Nächste Runde kann ich Flame Tank Totem plus Earth Elemental spielen. Es ist gerade alles gut beschützt. Das Flame Tank Totem kann ja nachher sehr gut beschützen. Aber wir haben das Earth Elemental sogar noch aufbehalten. Es war jetzt blöd gespielt, ich hätte mit dem jetzt zwei Schaden mehr machen können.
Harrison Jones, Harrison Jones. Okay. Of course. Den tauschen wir, das passt schon. Earth Elemental, Totem. Schauen wir mal, wie er da durchkommt. Schon mal nicht so schlecht, aber den kann ich silenzen. Silence ist nur bedingt stark jetzt. Leider silenzt er, glaube ich, den Overload nicht. Das wäre zu cool. Das hat er gut gemacht. Schauen wir uns erstmal, was wir kriegen. Okay, leider kein Town Totem, das wäre jetzt eigentlich das, wo ich noch gesucht hätte. Ich werde ihm in Lethal Range bringen. Haben wir jetzt da vielleicht das Earth Elemental zu killen? Aber gut. Das Earth Elemental könnte man sonst da anders killen. Ziehen wir uns erstmal meine Karte. Wie den killen? Den Hexen? Das sind 5 Schaden. Geht's hier nicht aus? Ich werde tauschen. Lasst mich in die deutlich bessere Boardposition. Ich habe da nur zwei sehr gute Reaktionen, also Karten auf der Hand zum Reagieren. Ja, sehr starke Karten, vor allem starke Rares, Aswidrig und Argent Commander. Hex, Angriff, Karte, Totem und Sylvan Knight. Consecration wäre jetzt natürlich stark. Die Karte hat er gerade gezogen. Immer noch mehr Karten mit dem Acolyte of Pain. Ziehen wir mal, also dann killen wir da noch mit rein. Und
Dann tauschen wir da. Und da. Schaut sehr gut aus, so. Es wird schon sehr schwer für einen Paladin darauf zu reagieren. Ja, Consecration und Equality war eigentlich so ziemlich das Einzige, was er dagegen machen kann. Fire Elemental sind super stark. Okay. So behalten wir es uns erstmal. 3-3 ist einfach solide. Bei der schlechten Nachzung. Acolyte of Pain ist allerdings ganz recht. Coin. Berserker. Sehr starker Start. Schauen wir mal, was er macht. Ich muss jetzt auf jeden Fall was spüren, mit dem ich den Armani Berserker killen kann. Wenn er einen Frostbolt hat, dann schaut schon sehr schlecht aus. Ich würde mich sehr über einen Lightning Bolt freuen. Besser ist der Lightning Bolt. Leider habe ich den auch wieder auf die falsche Seite gespielt. Ziehen wir mal eine Karte. Spellbreaker. So. Angriff. Ich habe zwei Fire Elementals in der Hand, was natürlich sehr stark ist. Schätzt man, dass er den jetzt silenzen wird. Sogar noch schöner, da bleibt man der nämlich nur im Leben. Jetzt habe ich zwar leider einen Overload für die sechste Runde. Aber ist okay. Der Gegner ist unter Druck. Der Gegner ist Mage, also er hat wenig Minions eigentlich da, um wirklich. Also. Zumindest die Chancen stehen höher, dass er mehr Spells als Minions hat. Als wie in anderen Decks. Somit gibt es wahrscheinlich nicht wirklich viele Minions, auf die ich reagieren muss jetzt.
Scooter ist jetzt auch, es ist jetzt erst die fünfte Runde, wenn ich jetzt ein Acolyte of Pain spiele. Der Flächenschaden, den er jetzt hat, wäre nur ein Blizzard und das wird der Acolyte of Pain überleben dabei. Schauen wir mal, was für Totem. Das Healing Totem bringt mir da jetzt wenig. Tauschen wir da. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt immer auf der rechten Seite spiele. Das ist eigentlich nicht gut. Ein Brewmaster. Stormwind Champion. Plus Karte ziehen. Wird sogar nochmal geheilt. Stormwind Champion spiel auf die falsche Seite. Warum mache ich mir das die ganze Zeit noch? Muss man jetzt echt umwohnen. Strike, okay. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Schaden auf ihn. Noch mehr auf ihn. Das bringt jetzt schon eine sehr, sehr gefährliche Lage. Wenn er jetzt da nur einen Flamestrike hat, dann killt er mal zwar den Stormwind Champion. Aber er ist immer noch sehr low und ich kann die nächste Runde mit dem Fire Elemental killen. Er braucht eigentlich fast einen Blizzard, einen Con of Cold oder eine Frostnova. Ist auch nicht schlecht. Das reicht aber nicht. War zwar gut gespielt, aber es reicht gar nicht. Also die zwei Karten waren jetzt schon sehr stark. Okay, 3-0. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, er ist Hunter. Ich habe die Coin. Ich habe Car Removal. Ich möchte es mir aber trotzdem so behalten. Zweite Runde Acolyte of Pain. Dritte Runde kann ihn beschützen. Zumindest für eine Runde wahrscheinlich. Okay, da haben wir schon einen Druck liegen. Da spürt den Acolyte of Pain. Nicht, aber den Silverback Patriarch.
hat 4 Hitpoints, da braucht er schon nur irgendwas extra, damit er dann killen kann. Es gibt allerdings ein paar Möglichkeiten, also Raid Leader, Alpha Wolf, gerade Alpha Wolf ist eine Möglichkeit beim Hunter, die recht wahrscheinlich sein könnte. Das ist auch nicht so schlecht. Totem bringt mir eigentlich nichts. Acolyte of Pain stirbt, allerdings stirbt another Fairy Dragon. Das passt schon. Entweder spielt es ein Multishot oder wenn der Fairy Dragon tauscht, dann stirbt er. Mein Late Game ist verhältnismäßig stark, von daher ist das okay. Autsch. Jetzt zieht er mal meine Karte. Das war jetzt Top Deck. Ups. Das war gefährlich. Das war Top Deck. Das lässt man gerade einen Kartenvorteil zu. Demolisher. Dann Silence. Na, geht sie noch nicht aus. Schauen wir mal, ob es ein Snipe ist. Nein, ist kein Snipe. Glück gehabt. Schauen wir mal, was für Falle das ist. Er könnte immer noch einen Deadly Shot in der Hand haben. Das wäre genau die einzige Karten, die er da haben könnte. Misdirection. Okay. Das stört mich jetzt relativ wenig. Silence oder Earth Elemental. Ich werde das Earth Elemental spielen, weil selbst wenn er jetzt nur ein random okay. Jetzt wieder kriegen. Aber ich glaube, er hat keinen random Shot. Und ich kann das Earth Elemental wieder um einmal heilen. Er hat jetzt noch 7 Schaden an Bord liegen. Die nächste Runde 4 Mana. Das geht sich leider nicht so gut aus. Ein Spellbreaker kann ich höchstens verwenden. Okay, er wird man jetzt killen, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Okay. Spellbreaker. Den kann er tauschen. Ja, macht auch, um besser dazustehen nach dem Tausch. So. Das Hex kommt mir sehr gelegen. Ich möchte nämlich jetzt ein bisschen die Kontrolle zurückkriegen, weil er hat eh nicht wirklich Karten. Bordposition ist jetzt wieder ein bisschen besser. Vor allem die Hand schaut sehr viel besser aus.
Harrison Jones, yeah. Acht Mana. Geht dahin. Flametongue Totem, Fire Elemental. Stormwind Champion. Ich glaube, wir versuchen jetzt zu racen. Doch nicht. Schauen wir mal, was der Bomber macht. Bin mir ziemlich sicher, dass ich Fire Elemental werde. Schauen wir mal, was für Totem das wir noch kriegen. Ein Healing Totem ist okay. Okay, das wäre geklärt. Wenn er jetzt noch gerade einen King Crush hat, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich gewinnen. Geht dahin. Der Harrison Jones war jetzt natürlich super. Gladiators Longbow zerstören und eine Karte ziehen dafür ist super mächtig. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Runde gewesen, wo ich den Harrison Jones auf der Hand gehabt habe. Das werde ich so behalten. Es ist sehr stark. Ich werde mit einem Totem starten und Flametongue Totem nachlegen. Weil ich werde ihn einfach killen. Plan ändern. Geomancer, okay. Das ist genau das, was ich da haben will. Geomancer, killen, komm, komm, nochmal. Oh. Schade. Ist auch okay. Ordnung. Zwei Möglichkeiten, ihn zu killen mit einem Flametongue-Totem. Das lässt mich mit einem 3-3er und einem 4-3er übrig. Das lässt mich mit einem 5-2er und einem 3-2er. Das ist da auf jeden Fall besser so. Kann man da sogar noch das zu erlauben, ein neues. Ich spiele Totem. Novice Engineer ist jetzt nicht wirklich stärker als das Totem, es ist nur die Karte und eigentlich brauche ich jetzt noch keine zusätzliche Karte.
machen wir jetzt das Totem. Ich glaube, den werde ich sogar noch heilen. Also das ist jetzt sehr mächtig so. Jetzt habe ich gerade sehr viel Druck an Bord. Er kann da tauschen. Au weh. Puh. Das aber, ich meine, einen werde ich silenzen von denen, den anderen werde ich killen. Oder muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen abräumen, weil sonst habe ich da leider Probleme. Leider kein Tarntotem. Er wird mir den tauschen. Den. Haben wir ein bisschen auf. Ich hoffe, er hat kein Consecrate, das wäre jetzt sehr, sehr übel. Er hatte die härteste. Oh, 2 Harvest Golem plus 2 Impmaster. Er ist schon hart. Aber dann können wir gut tauschen. Da wird hier getauscht. Da wird hier getauscht. Und der wird weggeschossen. Okay. Also 2 Habers. Silence! Bitte! Ich habe genug Silence. Danke! Genauso haben wir das vorgestellt. So, so geht man mit einem Tyrion Fordring um. Totem. Karte. Ist jetzt wichtig, dass ich mir den Mana-Vorteil, den Kartenvorteil weiter ausbaue. Recht viel mehr Pulver kann der nicht mehr haben, also 2 Harvest Golems, 2 Impmaster und Tyrion Fordring ist schon ziemlich derb. Dem kostet ein Mana. Okay. Schauen wir mal, was wir haben. Taunt Totem, sehr schön. Gegen ein Consecration Ship so und so. So, puh. Auf Ruff. Es liegt immer nur 8, 14 Schaden da. Nur Harvest Golem. 3 von denen. Ich würde auch so viele picken, wenn ich es kriege. Okay. Das ist gut ausgegangen. Spellbreaker zum To the Rescue. Woohoo! Okay, 5-0 soweit. Weiter geht's. Also der Paladin war jetzt sicher das die härteste Nuss, die ich bei der gehabt habe. Chillwind Yeti, Hex, kein Mage. Die Sache ist, ich habe nicht wirklich starke 2er Drops. 3er Drops könnte ich schon noch hoffen. Die Sache ist, Flametank Totem werde ich wahrscheinlich in Runde 3 spielen, das heißt, das passt so.
Chillwind Yeti behalten wir auf jeden Fall gerne. Hex ist jetzt auch nicht schlecht, wenn man sie auf der Hand behält, finde ich. Nur ein Flametank Totem. Okay. So schlecht ist es nicht. Schauen wir mal, Coined. Ich glaube, er hat eine Möglichkeit zu coinen, ja. Bluegill Warrior. Na gut. Ich werde da einfach mal ein Totem dazwischen werfen. Vielleicht habe ich Glück und das ist ein 1-1er, beziehungsweise das ist vielleicht auch Pech. Nächste Runde, Acolyte of Pain. So, jetzt schade, dass ich die Flametank-Totems nicht bald spüren kann, allerdings die Flametank-Totems, die werden nicht schlecht. Und man könnte nie wirklich sagen, dass die eine tote Karte wären. Karten time, get me some value. Heilen wir nochmal hoch. Das ist jetzt wieder die Frage, will ich mehr Value vom Acolyte of Pain oder ein stärkeres Board? Ich werde die Value in dem Fall nehmen. Das ist eben so eine schwierige Entscheidung üblicherweise, weil das wäre einfach das bessere Board. Das bringt mir Karten so rum. Aber da ich Flametank Totems noch habe, werde ich es so rum machen. Flametank Totem. Angriff. Soll ich den pushen? Überlebt er mit einem Frostbolt? Das machen wir. Also Board-Position schaut jetzt sehr, sehr gut aus. Auch vor allem mit dem, was ich in der Hand habe. Ich habe Removal, ich habe Hex, ich habe Pumpen. Ich habe alles, was ich haben will. Weiteres Flametank-Totem. Flamestrike ist nur eine Runde weit entfernt. Es liegt jetzt 8, 13 Damage an Bord. Ich habe nur 6 in der Hand. Stormwind Champion. Sehr, sehr stark gerade. Dark Light of Pain hat jetzt schon zwei Karten gezogen und er wird ziemlich sicher nur eine dritte ziehen. Ich glaube, Polymorphen wieder was anderes. Hexen, sie hatte vielleicht einen Silence, aber auch Silence würde wahrscheinlich was anderes machen. Und jetzt werde ich ihn finishen. Ja, das war ziemlich vernichtend jetzt nur. Das ging jetzt ziemlich steil. Ich habe übrigens noch keine meiner Klassen auf 50. 6-0.
Novice Engineer Silverback Patriarch Ring Phase, ja. Brauche jetzt eigentlich nicht. Spellbreaker behalte mal schon. Neues Engineer Earth Ring Phase behalte ich auch. Ich glaube, ich werde sogar coinen. Schauen wir, was wir kriegen. Sache ist, die Coin bringt mir jetzt nichts. Doch, ich werde ein neues Engineer gleich spielen. Ich möchte gerne noch was nachziehen, was ich lieber spielen möchte gegen einen Schamanen. Das Problem ist, ich habe nichts da, um Totems zu killen, nicht einmal. Und egal, was für ein 2er-Drop er spielen würde, ich hätte da Probleme damit. Totem angreifen bringt das natürlich nichts, das heilt sie wieder selbst. Das war jetzt sogar das beste Totem, was ich gerade kriegen habe können. Mit den beiden kann ich jetzt wenigstens auf 2 Hitpoints auch reagieren. Oder zum Beispiel auf die beiden. Flametank-Totem werde ich mir aber trotzdem nur aufbehalten. Heile immer lieber den und habe einen 3-3er an Bord. Hätten auf die andere Seite spielen sollen. Stört mich wenig. Also Flametank-Totems sind unglaublich unangenehm. Sie sind sehr billig und man braucht fast ein Removal, und zwar kein kleines Removal, weil 3 Hitpoints schon relativ viel sind. Und das braucht man für einen 2-Mana-Drop, der eigentlich nicht wirklich gefährlich ist. Und das ist ein bisschen unangenehm. Das ist natürlich eine sehr gute Antwort dagegen. Die würde ich alle gerne ein bisschen beschützen dann. Den würde ich gern beschützen, den würde ich gern beschützen. Aber eigentlich ist mir egal. Jetzt ziehen wir lieber die Karte da. Das ist eine gute Antwort, die ich da gerade gezogen habe. Kann aber leider sonst. Ja gut, ich spiele nur den Lightning Bolt. Ich hätte wieder das Ding auf die andere Seite spielen sollen. Ich weiß nicht, was meine Hirnhälfte sagt, dass ich ständig Minions nach rechts lege. So. Wir haben Lightning Stone, kann er da gut abräumen, leider jetzt. Weil da das Spell Damage tot im Liegen. Aber jetzt sieht zumindest der Karte. Ist nicht schlecht. Spellbreaker ist aber besser.
Totem. Das Heilen bringt mir da jetzt nicht viel. Ich räume das mal ab, nur zur Sicherheit. Damit er nicht fix seine drei Schaden macht, sollte er jetzt einen Thunderstorm haben. Mhm. Ja gut. Der Storming Champion wird jetzt da recht effektiv werden. Ja gut, dann tauscht er nicht. Das wird er schon sehen, was er davon hat. Kann man noch was für Totem kriegen? Spell Damage Totem. Hm. Elf Schaden. Na. Ich tausche da lieber noch. Ich kann das Board in der nächsten Runde aber noch jetzt alles abbremsen und mit zwei Silverhand Knights fladen. Gut, dass er nicht geraced hat, das wäre ziemlich unangenehm geworden. Dann probiert es trotzdem, okay. Das wären 5, den werde ich ziemlich sicher spielen. Ich ziehe auch ziemlich sicher eine Karte da. Und dann. Dann heile ich nochmal einen Stormwind Champion. Ja, Board schaut gut aus. Er hat keine Karten. Sehr gut. Und so weit ist sehr gut. Gegen Warrior und Iron Beak All aufbehalten. Ich glaube, ich werde die Hand behalten. Ich möchte mal die Silence behalten gegen diesen Floating Berserker, weil ich befürchte, gegen einen Floating Berserker kann ich eigentlich fast nur Silences einsetzen in meinem Deck. Acolyte of Pain in Runde 3, Ascension Shieldmaster in Runde 4 ist auch gut. Und wenn es zur Runde 2 nur ein Totem ist, ist es auch völlig fein. Wahrscheinlich wird es nur ein Totem. Ich glaube nicht, dass ich die Iron Beak All in Runde 2 spielen werde. Entweder Silence denn oder ziehe viele Karten. Ich glaube, ich ziehe viele Karten, ist mir lieber. Ich ziehe mindestens eine Karte, weil
Ja, außer Silenced. Leider nur eine Karte. Sentient Shieldmaster steckt den gut weg. Darf er nur an ihm mehr legen. Leider. Aber alles andere wird jetzt einfach nur gegen die Axt sterben. Ich konnte zwar den silenzen, aber dann stehe ich definitiv schlechter da wie jetzt. Schade. So. Heule plus Patriarch. Oder Silverhand Knight. Ich werde den Silverhand Knight spielen, ist eine stärkere Position wie die anderen beiden. Kriegt er zwar jetzt noch einen mehr, aber das stört mich da jetzt eigentlich nicht so viel. Nächste Runde habe ich noch Fire Elemental. Ich habe einen Flame Tank Totem. Sollte was Starkes legen und mir die im Leben lassen. Das ist hart. Das ist hart. Not bad, not bad. Selbst wenn er ihn silenzen wird, hätte er jetzt wieder 1,5. Ein Fire Elemental wird schon richten. Fire Elemental. Kannst auch richten. Allerdings würde der einfach sterben und der hat viel Hitpoints. Sollte das jetzt überleben, kann ich ihn noch weiterhin beschützen mit Silverback Patriarch. Soweit bin ich mit dem Board zufrieden. Gerade ein stärkeres Board liegen, leider hat er jetzt eben nur die Initiative. Karten auf der Hand schon. Also ich finde es für mich schaut es gut aus. Hat er gut gemacht. Okay. Allerdings übernehme ich jetzt das Board. Und zwar ganz gut sogar. Totem. Ich bin links aus. Kill. Ab jetzt geht's rund. Flame Tank Totem ist bereit. Silverbad Patriarch bereit. Hat er auch gut gemacht. Das sogar sehr gut gemacht. So. Zwei Flametime-Totems und jede Menge Sachen an Bord. Wenn jetzt nur ein Kultmaster zieht, dann bin ich sehr zufrieden. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Karten er noch. Okay, 5. Ja.
Keine Creeper. Okay. Harrison Jones, Harrison Jones. Bitte einen Harrison Jones. Schauen wir mal, was für Totem. Town Totem ist gut. Flame Tank Totem. Schauen wir mal, was er macht. Das macht jetzt nämlich sein Arcanine Reaper ein bisschen unnütz. Er könnte nur meinen 4-2er-Taunt, das mir keine Karte gekostet hat, killen. Ich habe jetzt leider mein Hex verspült. Dafür habe ich nur 2 Silence und dann 3 Damage Schuss, was eigentlich gut ist. Das ist jetzt super. Schau mal, wie er darauf reagiert. Er kann mir zwar jetzt mein Totem killen und das Fire Elemental, was ihm allerdings ziemlich viel Schaden lässt, und meine beiden Flame Tank Totem leben noch. Ich habe immer nur 2 Silence in der Hand. Und das Gute ist, ich brauche jetzt im Grunde nochmal keine extra Karten, weil die Totems allein jetzt schon ziemlich stark sind durch die Flametank Totems. Boulder Fist, okay. Stark nachklickt. Tantotem. Leider nicht. Ja. Whatever. Boulder Fist ist leider sehr unangenehm. Auch sehr unangenehm. Aber ich glaube, es ist ziemlich klar, wie man das jetzt am besten spielt. Er killt mir ein Totem.
killt einmal das andere Totem mit dem Blade Master. Ich hätte jetzt trotzdem noch gern meinen Harrison Jones. Sagen, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Er wird zwar leider verrecken, aber ist okay. Er nimmt auf jeden Fall gut was mit. Die Eule habe ich ja deshalb ausgespielt, sollte das jetzt mit Axt und Ogre machen, kann die Eule den Injured Blade Master nur killen. Ich würde mich auch über einen Stormwind Champion freuen. Gorehowl. Okay. Jetzt möchte ich wirklich den Harrison Jones. Ja, Lightning Storm. Für nur einen Minion, aber Glück gehabt. Er rammt jetzt alles ab mit seinem Gorehowl. Aber er ist schon relativ low. Autsch. Schauen wir mal, ob wir da noch rauskommen. Harrison Jones. Leider nicht. Er räumt alles ab. Geht auf Nummer sicher, das macht er gut. Ich werde aber möglichst schauen, einfach nur rauszuzögern. Schaut schon sehr schlecht aus. Harrison Jones. Ja, well played, du bist so spät. Aber ich habe noch was zum Entgegensetzen, schauen wir mal. Man kann zwar jetzt ganz gut tauschen, man kann den Harrison Jones und den Spellbreaker ganz einfach killen, er verliert aber dafür was. Noch mehr Waffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einsetzt auf Minions. Doch, macht er sogar.
Na gut, schauen wir mal, wie er das jetzt nächste Runde macht mit meinem Molten Giant. Es war jetzt wichtig, dass ich ihn auf jeden Fall angegriffen habe, weil jetzt kann er mit einem Armor-Up zumindest nicht genug Hitpoints aufbauen, um den zu killen oder nächste Runde zu überleben, wann er den nicht anderweitig killen kann. Aber solange wie er jetzt zögert, scheint er auf jeden Fall Probleme damit zu haben. Ich glaube, er hat keinen einen Punkt Schaden in der Hand. Taunt wahrscheinlich auch nicht. Definitiv bis jetzt das härteste Game. Ja, schon. Kein Taunter? Nein, kein Taunter. Warrix. Hat er sehr gut gespielt. Ja, das war sehr knapp. Okay, Novice Engineer, Silver Bepatra, Shattered Sun Cleric gegen einen Mage. Silver Bepatra mit +1/+1 kann sogar gegen einen Mage relativ gut sein. Gegen einen Mage zählen einfach die Hitpoints. Soweit gefällt mir das gut. Novice Engineer, Shattered Sun Cleric. Flame Tank Totem, sehr gut. Schauen wir mal, was der Gegner jetzt spielt. Ob er was spielt. Nein, sehr, es freut mich sehr. Ab jetzt geht's rund. Na gut, dann halt Flame Time Totem. Ich hätte es auch mit dem Mad Bomber probieren können, aber YOLO another time. Mean. So mean. Okay. Mit Bonbon Totem. Ich hätte natürlich auch den Shattered Sun Cleric spielen können. Wäre aber verschwendet und 3 Schaden habe ich so und so. Einen Schaden, also ob er jetzt 2 oder 3 Hitpoints hat, macht gegen einen Mage relativ wenig Unterschied. Sei denn er macht der Arcane Explosion, aber das stört er mit nicht wirklich. Auch für Arcane Missile vielleicht noch, aber das sind jetzt eigentlich die Karten, die vor denen ich nicht wirklich Angst habe.
Das wird die Stormforged Axe. 2 plus 2 Cleric? Ja, huh. Ein Shattered Cleric. Gut. Okay. Violet Teacher. Okay. Lightning Bolt. Lightning Storm. Ich glaube, das wird eindeutig da. Ein Totem. Ah, das ist sogar sehr gut. Lightning Bolt. Kill. Kill. Das Totem ist gerade genau das Richtige. Sehr schön. Das ist mal ein sehr gutes Board, das mir sehr gut gefällt. Sollte er jetzt einen Blizzard oder einen Flamestrike machen, da killt er nicht wirklich was Wichtiges, aber es ist eine starke Karte für den Weg. Okay. Ich schätze mal, er hat noch einen Con of Cold in der Hand oder Arcane Explosion. Oder eben einen Elfen Archer, der mir jetzt auch nicht wirklich stört. Totem auf der Seite oder auf der anderen Seite. Es ist ohnehin alles mit so wenig Damage, dass es relativ egal ist, auf welcher Seite ich stöße. Okay. Flame Tank Totem. Angriff, Angriff. Plus Silverhand Squire. Jetzt wird er ziemlich sicher seinen Flame Strike spüren sollte anhaben. Das war's dann auch mit seinem Zug. Jetzt hat er leider 9 Mana, das heißt Flamestrike plus Ping wäre möglich. Ich bin Harrison Jones. Schauen wir, ob er einen Flamestrike hat. Ansonsten habe ich immer nur gute Antwort mit dem Lightning Stone, Fire Elemental und Spellbreaker in der Hand. No kind of code. Knife Charger. Sword Drake. Okay. Jetzt schauen wir, was für Totem ich krieg. It's not the totem I was looking for. Aber bessere Möglichkeit für einen Lightning Storm kriege ich nicht mehr.
Machen wir da ein bisschen Druck. Ein Flamestrike dürfte er nicht haben. Wobei er jetzt zwei Karten mehr hat wie letzte Runde wieder. Und da hat er neu gezogen, okay. Und den jetzt nicht killen kann, ist er tot. Oder freezen kann. Oder polymorphen kann. Karte. Shield Master. Stormwind Champion wäre nett. Karte. Okay. Nur ein Sword-Trick. Ein Sword-Trick ist leider ziemlich stark in solchen Situationen. Das ist keine Mirror Entity. Das ist ein Vaporize. Was für Totem kriegen wir? Hex oder Molten Giant. Molten Giant stirbt. Hex. Jetzt gerne nur Fire Elemental. Earth Elemental. Da ist es natürlich auch. Ein nettes Hallo zu dir. Ja. Ja, da denkt man sich manchmal, das Game hat mir rumgerissen und dann kommt sowas. Schauen wir, ob er das noch schafft. Ansonsten denke ich mir, hey, das Game habe ich rumgerissen. Vielleicht eine Runde Aufschub, vielleicht kriege ich was, um den zu killen. Spellbreaker, well played. Okay. Ja,
zwar ein 9-0. Damit habe ich nicht gerechnet. Da ich am Anfang vom Arena-Mix erwähnt habe, dass ich einen Fail und einen Win vom Deck herzeigen werde, habt ihr alle sicher gedacht, dass ich gegen den Warrior verliere. Stimmt nicht. So, das war gut. Das behalte ich mir doch glatt. Ein Beast. Ja, keine wirklich gute Legendary, aber immerhin. Also es war ein guter Morgen heute. Okay. Bis bald.